Ja, ganz lieben Dank, Anja, für die Einladung und für die freundliche Einführung heute Abend. Ich freue mich, da zu sein, sozusagen zumindest digital, wäre gerne auch gekommen und hätte gerne sozusagen wieder mal Köln besucht, wo ich tatsächlich an der Universität Köln das allererste Mal ein reguläres Seminar unterrichten durfte, nämlich als Lehrauftrag in der Amerikanistik, also auf Einladung von Hanjo Beresem. Deswegen freut mich das sehr, dass er jetzt heute Abend auch dabei ist. Ja, als du mich eingeladen hast, Anja, etwas aus dem Kontext der Habil zur Frage beizutragen, wie Praxeologie, Praxen des Vergleichens und auch die Komparatistik miteinander ins Verhältnis gesetzt werden können, habe ich sehr gerne und sehr schnell zugesagt. Praktiken des Vergleichens spielen für meine Untersuchungen über das Verhältnis von Arbeit und Charakter mit Blick auf den Warentausch eine Rolle und mit dessen Verdichtung in klingender Münze. Was ich Ihnen also heute vorstellen möchte, betrifft den Zusammenhang zwischen einer Praxis des Vergleichens im Handeln auf der einen Seite und daraus abgeleiteten Positionen und Bestimmungen der handelnden Subjekte, also der Form von Personalität, auf der anderen. Für diese findet Marx bekanntlich den berühmten Begriff der Charaktermaske. Im Mittelpunkt steht also zunächst Marx' Theorie der Praxis des Tauschens und Handelns, wie er sie im ersten Band von Das Kapital entwickelt. Ich möchte diesen Zusammenhang erläutern und dabei nachvollziehbar machen, wie Marx daraus abgeleitete Konstruktion der Charaktermaske nicht ohne Bezug auf literarische Verfahren konzeptualisiert werden kann. Es geht mir also tatsächlich weniger um eine Ableitung einer Theorie des Vergleichens, wie sie sich vielleicht auch ergeben könnte, als um eine Perspektivierung des Zusammenhangs von Figuralität und Praxis. Dabei hat sich in den letzten Tagen für mich eine Dimension sozusagen dramatischer Aktualisierung für den Vortrag ergeben, mit dem ich nun gerne ins Thema einsteigen möchte. Bevor ich jetzt die erste Folie zeige, frage ich einmal, ob ich gut zu hören bin, Anja. Ja? Gut. Ich habe dich nicken sehen. Wunderbar. Und jetzt kann ich tatsächlich die Folie nicht bedienen. Ich versuche es nochmal mit einem anderen. Ja. Character Matters. Viele von Ihnen werden dieses Bild und das dazugehörige Video kennen. Character Matters, sagte der Jurist Van Jones am Wochenende auf CNN, kurz nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse in den USA. Unter Tränen berichtet er von den erlittenen Verletzungen und Bedrohungen innerhalb der Black Communities, die durch die Stärkung der öffentlichen Präsenz von Rassismus unter Trump stark zugenommen hatten. Wir kennen diesen Diskurs über die Charakterlosigkeit Donald Trumps aus der Geschichte seiner gesamten Präsidentschaft. Wenn sich Van Jones auf die Relevanz des Charakters beruft, tut er dies im Kontext einer pädagogischen Szene. Elterliche Autorität hat es schwer, sich gegen die mediale Autorität eines Präsidenten zu profilieren, dessen Charakterlosigkeit zu einem erfolgreichen Programm geworden zu sein schien. Joe Biden präsentiert sich gegenüber Trump als zärtlicher Vater, der Nation und seinen Kindern Heilung versprechend. Schon 1998 hatte Richard Sennett den USA eine noch allgemeinere Diagnose gestellt, die Charakterlosigkeit nicht als Merkmal einzelner herausgehobener Personen, sondern als gesellschaftlichen Normalzustand fasste. In seiner Studie The Corrosion of Character, deutsch unter dem Titel Der flexible Mensch übersetzt, konstatierte Sennett einen weit verbreiteten Verfall des Charakters als Folge der neoliberalen Umstrukturierung des Arbeitsmarktes. In verschiedensten US-amerikanischen Bevölkerungsgruppen, vom Aushilfsputzmann über den erfolgreichen Manager bis zum entlassenen Informatiker, beobachtet Sennett, wie sich mit der Planbarkeit einer Arbeitskarriere, mit der Realisierung eines Lebenslaufs, mit der Stabilität der Arbeitsverhältnisse, auch die Stabilität der Werte und der Persönlichkeit verflüchtigten. Mit der ausgereiften Flexibilisierung von Arbeit, so Sennett, verlieren wir den Charakter, eine Form der Selbstwahrnehmung und ihrer sozialen Verbindungen, die auf Kohärenz, Dauerhaftigkeit und die Verbindlichkeit ethischer Standards angelegt ist. How do we decide what is of lasting value in ourselves in a society which is impatient
which focuses on the immediate moment. How can long-term goals be pursued in an economy devoted to the short term? How can mutual loyalties and commitments be sustained in institutions which are constantly breaking apart or continually being redesigned? These are the questions about character posed by the new flexible capitalism. Aus dieser Perspektive gesprochen wäre Trump nur die Spitze des Eisbergs einer neoliberalen Persönlichkeitsform, deren Erfolg weiterreichende Gründe und deren Abgang noch lange nicht eingetreten ist. Sennetts Studie beschreibt mit der These vom Verlust des Charakters zugleich die Auflösung politischer Bindungen, die 2016 den Wahlsieg Trumps, glaubt man, den soziologischen Analysen ermöglicht haben. Literaturwissenschaftlich ist an seiner Studie vor allem interessant, dass er die Kohärenz des Charakters als sozusagen moralische Kategorie an die Kohärenz des Erzählens knüpft. Sennett verdichtet die persönlichen Erfahrungen seiner Interviewpartner in fiktiven Einzelfiguren, anhand derer er seine These entwickelt. Ist der Zusammenhang von Charakterlosigkeit, Arbeit und Darstellung hier eine getroffene Wahl, eine Strategie der Überzeugung? So lässt sich mit Karl Marx die Frage der Kohärenz des Charakters und seiner Handlungsmöglichkeiten schon für die Zeit des frühen Industriekapitalismus zuspitzen. In der Geschichte der Arbeit ist der Begriff des Charakters als Element eines Kompositums berühmt geworden. Karl Marx hat, darauf habe ich kurz schon hingewiesen, die bürgerlich-kapitalistische Form von Personalität als Charaktermaske bezeichnet. Mit dieser Bezeichnung ist eine spezifische Fassung des Verhältnisses von Person und Gesellschaft verbunden. Die Charaktermaske gilt ihm als die Form von Personalität, die sich aus der Praxis des Tauschens und Handelns von Waren zueinander ergibt. Als Form tritt sie einerseits als Effekt ökonomischer Verhältnisse in Erscheinung, andererseits sind es konkrete Personen, die diese Verhältnisse etablieren und aufrechterhalten, erfüllen und annehmen. Im Kapital befindet sich die wohl bekannteste und auch prägnanteste Erklärung zu diesen Dimensionen der Charaktermaske. Sie kommt einer Definition am nächsten. Wir werden überhaupt im Fortgang der Entwicklung finden, schreibt Marx, dass die ökonomischen Charaktermasken der Personen nur die Personifikationen der ökonomischen Verhältnisse sind, als deren Träger sie sich gegenübertreten. Zweitens, Arbeit, Handel, Handeln. Arbeit fasst Marx anthropologisch als eine Tätigkeit, die den Menschen vom Tier unterscheide. Seine Arbeit oder sein Arbeitsbegriff ist ohne diesen Bezug auf den Menschen nicht zu denken, wie umgekehrt der Mensch nicht ohne Bezug auf Arbeit. Die Arbeit ist zunächst ein Prozess zwischen Mensch und Natur, ein Prozess, worin der Mensch seinen Stoffwechsel mit der Natur durch seine eigene Tat vermittelt, regelt und kontrolliert. Er tritt dem Naturstoff selbst als eine Naturmacht gegenüber. Arbeit und Leben sind hier nicht kategorial verschieden. Vielmehr ist Arbeit gewissermaßen der bewusste Vollzug des Lebens und der zu seiner Aufrechterhaltung notwendigen Tätigkeiten. Der Moment, in dem der Mensch in die Natur eingreift, ist jedoch zugleich der Moment, an dem er sich von ihr zu unterscheiden beginnt. Für Marx geschieht dies durch seine eigene Tat. Zum einen, weil der Mensch mit der Tat und in der Behandlung der Natur als kontrollierende Instanz auftritt und die Natur auf einen von ihm erdachten Zweck hin modelliert. Zum anderen, weil er sich in dieser Tätigkeit selbst realisiert. Indem er durch diese Bewegung auf die Natur außer ihm wirkt und sie verändert, verändert er zugleich seine eigene Natur. Er entwickelt die in ihr schlummernden Potenzen und unterwirft das Spiel ihrer Kräfte seiner eigenen Botmäßigkeit. Arbeit an der Natur ist für Marx daher immer auch Arbeit am Menschen. Betrachtet man Arbeit mit Marx nun in einem zweiten Schritt nicht nur vom Standpunkt der Natur und des Menschen aus, sondern vom Standpunkt der Geschichte der Gesellschaft, so zeigt sie sich in einem anderen Licht. Im Angesicht der Ware ändert sich die Arbeit. Sie tritt nun in die Geschichte der Wertformen ein. Marx gibt seiner terminologischen Differenzierung von Gebrauchs- und Warenform eine historische Dimension. Das Arbeitsprodukt ist in allen gesellschaftlichen Zuständen Gebrauchsgegenstand, aber nur eine historisch bestimmte Entwicklungsepoche, welche die in der Produktion eines Gebrauchsdings verausgabte Arbeit
als seine gegenständliche Eigenschaft darstellt, das heißt als seinen Wert, verwandelt das Arbeitsprodukt in Ware. Mit der Darstellung geleisteter Arbeit im Wert ist eine historische Zäsur markiert, die für Marx zugleich eine neue Theorie der Arbeit erforderlich macht. Die Darstellung im Wert fügt der Trias von Mensch, Bedürfnis und Tat etwas hinzu. Sie bildet ein Surplus, das die begrenzte Ökonomie des Lebens und der Arbeit verrückt. Worin besteht die Zäsur für die Geschichte der Arbeit? Seitdem, so folgert Marx, zeichne sich Arbeit durch ihren zwieschlächtigen Charakter aus. Alle Arbeit ist einerseits Verausgabung menschlicher Arbeitskraft im physiologischen Sinn und in dieser Eigenschaft gleicher menschlicher oder abstrakt menschlicher Arbeit bildet sie den wahren Wert. Alle Arbeit ist andererseits Verausgabung menschlicher Arbeitskraft in besonderer zweckmäßiger Form und in dieser Eigenschaft konkreter nützlicher Arbeit produziert sie Gebrauchswerte. Arbeit macht also zweierlei. Sie produziert einen fassbaren Gegenstand und sie bildet, sie schafft Wert als abstrakte Größe, die weder in der Mühe der Arbeit noch im hergestellten Ding fassbar, greifbar wird, sondern im Wert dargestellt werden muss. In Marx' Hybridisierung der Arbeit kommt es nun zu einer paradoxen Bewegung. Produziert die zweckmäßige Arbeit einen Gegenstand, der als Gebrauchswert dem Verzehr preisgegeben und so wieder formlos wird, so schafft die formlose physiologische Arbeit einen Tauschwert, der sich als Form zeigt, sei es gegenständlich in der Tauschware, sei es in Form des Geldes. An die Stelle der einfachen Arbeit ist ihr Doppelcharakter getreten, wie Marx schreibt. Diese Bestimmung des als historische Neuerung zu beobachtenden doppelten Charakters impliziert eine Differenz zwischen mit sich selbst identischer nützlicher Arbeit auf der einen und gespaltener, werteschaffender Arbeit auf der anderen Seite. Hier nochmal markiert diese Unterscheidung von abstrakter, menschlicher und konkreter, nützlicher Arbeit. Menschliche Arbeitskraft wird im flüssigen Zustand oder menschliche Arbeit bildet Wert, aber ist nicht Wert. Sie wird Wert in geronnenem Zustand, in gegenständlicher Form. In Gestalt von Gold, Münze oder Papiergeld zirkuliert der Wert nicht nur, er wird auch ganz wörtlich zum Charakter, zum eingeprägten Stempel, zur eingeritzten Gravur oder zu den Buchstaben und Zahlen des Papiergeldes. All das sind sozusagen Semantiken, die mit dem Wortcharakter, mit der Wortgeschichte Charakter aufgerufen sind. Geld ist das Endprodukt eines gestuften Entwicklungsprozesses, der von der einfachen über die totale oder entfaltete Wertform zur allgemeinen und schließlich zur Geldform führt. Der Beginn dieses Prozesses liegt in der Abstraktion vom Gebrauchswert, die Marx als Verlustgeschichte erzählt. Bereits im ersten Tausch zweier Gegenstände, in der einfachsten Form also, die der Wert annehmen kann, wird von der Qualität der Produkte wie von ihren Produzenten abstrahiert. Mit dem nützlichen Charakter der Arbeitsprodukte verschwindet der nützliche Charakter der in ihnen dargestellten Arbeiten. Es verschwinden also auch die verschiedenen konkreten Formen dieser Arbeiten. Sie unterscheiden sich nicht länger, sondern sind allzusamt reduziert auf gleiche menschliche Arbeit, abstrakt menschliche Arbeit. Die Abstraktion vom Gebrauchswert, die Abstraktion von den körperlichen Bestandteilen und Formen eines Dings, die sich in jedem Tausch vollzieht, kommt einer Auslöschung aller sinnlichen und dinghaften Aspekte gleich. Betrachtet man die Produkte der Arbeit mit Marx als Tauschwert, so haben sie zwar ihre Form, ihre Qualitäten und ihre Eigenschaften eingebüßt, aber nicht die Tatsache ihres Produziertseins. Diese Dinge stellen nur noch dar, dass in ihrer Produktion menschliche Arbeit verausgabt, menschliche Arbeit aufgehäuft ist. Abstrakte Arbeit oder auch Durchschnittsarbeit ist gesellschaftliche Arbeit, oder gleiche menschliche Arbeit, weil sie nicht hinsichtlich ihrer spezifischen Qualität, sondern lediglich im Vergleich ihrer Produktivität in einer gegebenen Zeit beurteilt wird. Sie produziert nicht mehr den einzelnen Menschen und seine Gebrauchsdinge, sondern ab sofort Klassen und Wert. Marx erzählt seine Geschichte der Entwicklung von Wertformen als einen Prozess zunehmender Abstraktion. In der einfachen Wertform wird eine bestimmte Menge der einen gegen eine bestimmte Menge einer anderen Ware getauscht.
x Ware A gleich y Ware B, wobei Ware B die Position der Äquivalentform und A die Position der Wertform einnimmt. In der sprachlichen Formulierung zu dieser mathematischen Formel bietet Marx zwei verschiedene Beschreibungen an, die das Verhältnis beider Formen zueinander erläutern, nämlich Rollenspiel und Ausdruck. Es spielen hier zwei verschiedene Waren A und B, in unserem Beispiel Leinwand und Rock, offenbar zwei verschiedene Rollen. Die Leinwand drückt ihren Wert aus im Rock, der Rock dient zum Material dieses Wertausdrucks. Ein Theater des Vergleichens. Die relative Wertform der Leinwand ist aktiv, so Marx, die Äquivalentform des Rocks passiv. Zwar ist die Relation umkehrbar, an der polaren Ausrichtung beider Größen ändert diese grundsätzliche Umkehrbarkeit allerdings nichts. Mit der Äquivalentform glaubt Marx, den Keim der fertigen Wertform des Geldes formuliert zu haben, der nun durch die Zwischenstufen der totalen oder entfalteten und der allgemeinen Wertform bis zur Geldform geführt wird. In der totalen oder entfalteten Wertform kommt es zu einer Reihe unendlicher oder zu einer unendlichen Reihe von Äquivalenten. In der allgemeinen Wertform ändert sich diese Darstellungsweise, insofern nur noch eine Ware, die selbst vom Warenverkehr ausgeschlossen wird, als Äquivalent für alle möglichen anderen fungiert. In diesem Stadium wird der ausgeschlossenen Äquivalentware, so Marx, der Charakter des allgemeinen Äquivalents aufgedrückt. Also da haben wir wieder diese Metaphorik der Einritzung. In dieser Formulierung des aufgedrückten Charakters ist der Vorgang der Münzprägung, den Marx eigentlich erst im nächsten Entwicklungsschritt verortet, metaphorisch schon vorweggenommen. Die Geldform ist gewissermaßen geprägt, bevor sie als solche benannt und begrifflich gefasst wird. Die allgemeine Wertform stellt aus, dass es sich nun nicht mehr um die konkrete Arbeit des Einzelnen handelt, die getauscht wird, sondern um den Wert als Werk der Warenwelt. Der Charakter, der der Leinwand aufgedrückt wird, ist keine Eigenschaft, kein spezifisches Merkmal, kein Wesen der Sache, sondern die Reduktion aller wirklichen Arbeiten auf den ihnen gemeinsamen Charakter menschlicher Arbeit. Das aufgedruckte Charakterzeichen ist nur dessen, wie Marx sagt, sichtbare Inkarnation. Auf diese Weise bekommt die in der Abstraktion eingeführte, allgemein menschliche Arbeit selbst eine positive Natur in der allgemeinen Wertform. Fragt man nach der Praxis des Vergleichens, die sich in der stufenweisen Etablierung der Wertformen ergibt, so wird im Prinzip von Beginn an nicht Produkt A mit Produkt B, Werk und Werk verglichen, sondern die sich in diesen Werken verkörpernde Abstraktion der Arbeit. Ihr Wert ist Effekt dieses Vergleichs. Seine sinnfällige Illustration findet diese Äquivalenzbeziehung im Preisschild, das noch das Unvergleichlichste vergleichbar macht. In den belebten Straßen Londons drängen sich Magazin an Magazin, hinter deren hohlen Glasaugen alle Reichtümer der Welt prangen, indische Shawls, amerikanische Revolver, chinesisches Porzellan, Pariser Korsetten, russische Pelzwerke und tropische Spezereien. Aber alle diese weltlustigen Dinge tragen an der Stirne fatale weiße Papiermarken, worin arabische Ziffern mit den lakonischen Charakteren Pfund, Schilling, Pennies eingegraben sind. Dies ist das Bild der in der Zirkulation erscheinenden Ware. Darstellung und Charakter. Im globalen Schaufenster Londons fungiert das Preisschild als Konkretion eines abstrakten Werts, der die Vergleichbarkeit der Waren und damit den Handel ermöglicht. In der Analyse der Wertform im Kapital wird die Darstellung der Abstraktion des Wertes zu einem Problem der argumentativen Darstellung in Marx' Text. Auffällig ist, dass für alle Wertformen der Prozess der Entstehung des äquivalenten Werts von Marx in doppelter Weise beschrieben wird, nämlich sowohl als Ausdruck, Aufdruck, Prägung oder Stempel, als auch als Darstellung, Figurierung oder Rollenspiel. Eine Ware figuriert als allgemeines Äquivalent oder spielt dessen Rolle, da ihr dieser Charakter aufgedrückt wurde. Nochmal zur Erinnerung die Formulierung von vorhin.
Althusser hat in diesem Kontext vorgeschlagen, im Reigen möglicher Ersetzungen den Begriff der Darstellung als wissenschaftstheoretischen Schlüsselbegriff der ganzen Marxischen Werttheorie zu lesen. Die Radikalität der Marxischen Theorie zeigt sich für ihn am Begriff der Darstellung auf besondere Weise, denn damit umschreibe Marx die Existenzform einer Inszenierung eines Theaters, das zugleich Text, Bühne und Schauspieler repräsentiert und dessen Zuschauer nur gelegentlich Zuschauer sein können, weil sie zunächst gezwungenermaßen Schauspieler sind, Gefangene von Texten und Rollen, deren Autoren sie nicht sein können. Denn dieses Theater ist seinem Wesen nach ein Theater ohne Autor. In Althussers Lektüre und ihrer Privilegierung der dramatischen Darstellung wird die marxistische Werttheorie als Poetologie des Dramas vorgeführt. Das Moment des Dramatischen, das in der Charaktermaske ausbuchstabiert wird, findet sich also bereits in der Werttheorie, so lässt sich im Anschluss an Althusser formulieren, der Prozess der Wertbildung als autorloses Drama. Allerdings lässt sich Marx' Begriff der Darstellung nicht auf den Modus des Dramatischen reduzieren. Es sei kurz daran erinnert, dass Marx' Theorie eben zugleich dem eigenen programmatischen Anspruch nach Darstellung des Systems und durch die Darstellung Kritik desselben sein soll, wie er in einem viel zitierten Brief an Lassalle schreibt. Schließlich lassen sich aus der Perspektive des Kapitals gegenüber Althussers These der Privilegierung der Darstellung mit gleichem Recht das semantisch kaum weniger dichte Ausdruck oder auch das häufig auftauchende Bilden als gleichwertige Termini profilieren. Dies spricht gegen eine Zentralsetzung jeden Begriffs, auch den der Darstellung. Anstatt also fast einen Begriff zu privilegieren, der die Relation von Wert- und Äquivalentform pointiert, tauchen im ersten Kapitel des Kapitals immer wieder neue Umschreibungen für dieses Doppelverhältnis auf. Neben Ausdruck, Bildung und Darstellung sind dies verwandte Wörter wie Aufdruck und Vorstellung, aber eben auch Prägung, Gestalt, Erscheinen, Verkleidung, Gelehrte, Bildung, Reduktion, Kristallisation, Gerinnung, Vergegenständlichung, Materialisierung, Verwirklichung, Verkörperung, Festigung, Spiegel, Repräsentation und schließlich auch Charakter. Sie entstammen verschiedenen semantischen Registern. Auffällig ist jedoch die Häufung von Begriffen poetologischer Provenienz wie Ausdruck, Bildung, Charakter und Darstellung, deren diskursive Hochzeit im ausgehenden 18. Jahrhundert liegt. Ganz offensichtlich lässt sich die Formwerdung des Wertes für Marx also weder in ein einsinniges Bild noch auf einen einfachen Begriff bringen. Festhalten lässt sich also vor allem dies: Marx selbst prägt kein universales Äquivalent, um die Entstehung des Wertes zu beschreiben. In seiner Schilderung der Abfolge von Entwicklungsstufen zeigt sich vielmehr die Mehrdimensionalität dieses Prozesses, der auf einer Abstraktion beruht, die verkörpert werden muss. Auch Charakter ist eines der Wörter, das diese konzeptuelle Schwierigkeit füllt. Die Ambivalenz der Formulierung wird dabei der Komplexität der analysierten Relationen gerecht. Charakter wird als eine zwieschlächtige Kategorie gebraucht, deren Polyvalenz verschiedene Bewegungsrichtungen und verschiedene Substituierungen ermöglicht. Nämlich sowas wie Prägung, Stempel, Zeichen, Buchstabe auf der einen Seite, aber eben auch Rolle, Figur, Maske oder Person. Im Kontext der begrifflichen Diffusion wird ein Charakteristikum des Tauschhandels besonders interessant, nämlich das Moment des Unwissens im Tauschhandel. Während Arbeit als bewusste Tat gefasst wurde, als Realisierung von Menschlichkeit, enthält der Tauschakt einen Moment des Nichtwissens, das in der Abstraktion vom Gegenstand liegt und die Formierung des Tauschwerts vorantreibt. Indem sie ihre verschiedenartigen Produkte einander im Austausch als Ware gleichsetzen, setzen sie ihre verschiedenen Arbeiten einander als menschliche Arbeit gleich. Sie wissen das nicht, aber sie tun es. Mit diesen Worten beschreibt Marx die Reduktion der Gebrauchsdinge auf ihren Wert und den Ursprung der Geldform oder anders gesagt, die Urszene der Wertprägung. Im Bibelzitat hebt Marx das Nichtwissen der Agierenden hervor und betont, dass die Handelnden in ihrem Tauschakt noch anderes verwirklichen, als sie wissen und wollen. Die Gleichsetzung von Werten im Tausch der Waren ist für Marx nicht intendiertes Ziel, keine zuvor in der Vorstellung gereifte Tätigkeit, sondern unumgängliche Begleiterscheinung des Austauschs. Gleichsetzung und Abstraktion realisieren sich im Vollzug.
Daher sind sie auch nicht mehr dem konkreten Menschen, der etwas tauschen will, sondern dem Tausch selbst zuzuschreiben. Das heißt, der vergleichenden Relation der wahren Werte der Dinge, die Marx gesellschaftlich nennt. Vor dem Hintergrund seiner Erläuterung der nützlichen Arbeit, die als historische und oder theoretische Basis der Kapitalismusanalyse fungiert, lässt sich zusammenfassen, der Tausch ist keine Tat. Tauschen ist nicht im gleichen Sinne Tat wie die Arbeit an der Natur. Anders gesagt, hat sich der Mensch im Akt der Arbeit gezeigt und erzeugt, so verliert er sich im Handel. In der Arbeit produziert er seine Vorstellung, im Tausch der Waren abstrahiert er von seinem Produkt, ohne darum zu wissen. An die Position des Menschen werden daher in der Folge im Text Charaktermasken und Charaktere treten. Es sei nun daran erinnert, dass Nichtwissen auch in der Geschichte dramatischer Formen und vor allem in der Poetik der Tragödie eine entscheidende Rolle spielt, insofern es eine der wenigen Möglichkeiten bietet, den Protagonisten schuldlos schuldig werden zu lassen. Ferner kann man handeln, ohne die Furchtbarkeit der Handlung zu erkennen und erst später Einsicht in das Näheverhältnis erlangen, formuliert Aristoteles in der Poetik mit einem Hinweis auf Ödipus. Für die Tragödie hat Aristoteles eine Kreuztabelle der Möglichkeiten entworfen, um die für die Wirkungsabsicht effektivste Kombination zu ermitteln. Denn notwendigerweise führt man entweder die Tat aus oder nicht, und zwar wissentlich oder unwissentlich. Das sind die 4 Optionen. Die für Aristoteles beste Lösung ist die der Verhinderung der Tat durch die Anagnorisis. Auch Marx' Szenario zielt auf die Auflösung des Nichtwissens, aber darin nicht auf den Vollzug, sondern auf das Ende des Tragischen. Im Austausch der Waren sieht Marx eine Handlung, hinsichtlich derer die Frage von Wissen und Nichtwissen in einer historischen Perspektivierung beantwortet werden muss. Nicht jeder, der ein selbstproduziertes Ding mit dem eines anderen tauscht, weiß, dass er damit der Unterscheidung von Gebrauchs- und Tauschwert in der Praxis eingeführt hat. Dies gilt insbesondere für frühe Formen des Tauschhandels. Aber auch Warenbesitzer und Kapitalist können in dieser Situation unwissentliche Handlungen geraten, insofern sie einer Gesetzmäßigkeit folgen, die sie nicht vollständig durchschauen. Davon zeugen Marx zahlreiche Schmähungen der zeitgenössischen ökonomischen Theorien, genauso wie die bissigen Kommentare und satirischen Porträts der zu den Fabrikbesitzern. Marx selbst verknüpft das Nichtwissen der Handeltreibenden mit der Figur eines Dramas. In ihrer Verlegenheit denken unsere Warenbesitzer wie Faust. Im Anfang war die Tat. Sie haben daher schon gehandelt, bevor sie gedacht haben. Die Gesetze der wahren Natur bestätigen sich im Naturinstinkt der Warenbesitzer. Der Tauschhandel, das Handeln im ambivalenten Prinzip gehandelt, bleibt die Polysemie des Verbs erhalten. Der Warenbesitzer zeigt sich in der Metapher des tierischen Instinkts, also gerade nicht als planvolle humane Arbeit. Handeln bleibt sich selbst undurchsichtig und Handeln auch. Mit der Theorie des Kapitals geht es nun aber ganz explizit darum, ein Wissen von Handel und Handeln herzustellen mit dem Ziel, eine durchsichtig vernünftig gewordene Welt als utopische zu ermöglichen. 2 Stadien der Durchsichtigkeit sind es, die Marx unterscheidet. Einfach und durchsichtig ist die Beziehung zwischen Robinson und den Dingen. Er muss seine Bedürfnisse befriedigen, nützliche Arbeiten verschiedener Art verrichten und alle diese verschiedenen Tätigkeiten sind personal an ihn gebunden und daher nur verschiedene Betätigungsformen desselben Robinson, wie Marx schreibt. Robinson ist also gewissermaßen die Figur des Menschen in einer Welt, einer Arbeit ohne Tausch mit all den ihr zugerechneten Elementen. Eine rein bedürfnisorientierte Arbeit, die Dinge als nützliche Gebrauchsgegenstände, die Welt einfach und durchsichtig, der souveräne Mann als Mensch. Dieses Moment der Durchsichtigkeit imaginiert Marx nun zweitens als zukünftiges Projekt eines noch zu erreichenden Stadiums der Durchsichtigkeit in einem Verein freier Menschen. Der gemeinschaftliche Gebrauch der Produktionsmittel, das Wissen um die gemeinsame Nutzung der Arbeitskraft als gesellschaftliche Größe und die Verteilung der Produkte proportional zur Arbeitszeit machen dieses Gesellschaftsmodell auch durchsichtig einfach, ohne dass es auf der Unreife seiner Mitglieder aufruht. Die Durchsichtigkeit zweiter Stufe stellt sich vielmehr auf der Grundlage bewusster planmäßiger Kontrolle her.
Sie hat sich erst mit der Arbeit, das heißt mit der Tat des Menschen von der Natur und schließlich im Wissen um die Gesetzmäßigkeiten des Kapitals, sowohl von der Mystik der Religionen als auch von der Intransparenz der mystischen Warenwelt verabschiedet. In diesem Stadium wird die Darstellung transparent, zeigen sich die Verhältnisse, wie sie wirklich sind. Diese avisierte Welt der Durchsichtigkeit ist die ganz und gar untragische Welt. Alle Handelnden wissen um die Effekte ihres Agierens. Sie verzichten in der Transparenz eines geteilten Plans nicht auf die Erzeugung von Mehrwert, aber auf dessen individuelle Zurechnung. Seit dem ersten Tauschakt und immer noch agieren wir also in der Perspektive von Marx als Darsteller einer globalen Tragödie. Das Kapital erhält die Aufgabe, Unwissen in Wissen umschlagen zu lassen. Es bringt das Kapital den Kapitalisten als Protagonisten auf die Bühne seiner Darstellung. Von Kopf bis Zeh aus allen Poren Blut und Schmutz triefend. Durch lange Zitate in Selbstaussagen und in Beschreibungen anderer, wie durch die Offenlegung der Funktionsweise der ökonomischen Rationalität im Handel und Handeln und seinen Effekten. Charaktermasken und Charaktere, die Differenz von Tausch und Tat in Frage der Darstellung bestimmen die Ausführungen. Marx hat das Theater und die Bühne als Metaphern des Marktes präzise eingesetzt. Das ist, glaube ich, sehr bekannt. Waren treten auf, das Kapital betritt die Bühne in Form des Geldes, es spielt die Rolle des allgemeinen Äquivalents und die Warenzirkulation gilt als Drama mit 4 Extremen und 3 Personae Dramatis. Die Theatermetaphorik bestimmt auch Marx' eigene Darstellung, der seinen Text zur Bühne lebendiger Protagonisten werden lässt. Wiederholt werden Personifikationen genutzt, um Waren und Dinge, wann immer es um ihren wahren Charakter geht, als Akteure, lebendige Akteure vor Augen zu stellen. Spätestens jetzt stellt sich die Frage, wer handelt auf der Bühne des Marktes in der Tragödie des Kapitalismus? Tanzende Tische und versachlichte Menschen. Diese Frage zielt auf die Charaktermaske. In der Chronologie seiner Darstellung innerhalb des Kapitals sieht es allerdings zunächst so aus, als sei die Ware selbst Protagonistin im Drama. Der Warencharakter bestimmt die Dramenhandlung und liefert ihre Motivierung. Im Kapitel der Fetischcharakter der Ware und sein Geheimnis erreicht diese Personalisierung der Ware ihren vorläufigen Höhepunkt. Hier inszeniert Marx die merkwürdige Aktivität der doch eigentlich unbelebten Dinge. Diese Suggestion ist Teil der marxischen Textdramaturgie. Sie verdankt sich dem nicht unmaßgeblichen Einsatz von Personifikationen und deren Nähe zu Animismus und mythischem Denken. Der tanzende Tisch ist das vermutlich bekannteste und anschaulichste Beispiel für Marx' Verfahren im Übergang von der Klarheit des Augenfälligen zur wunderlichen Übersinnlichkeit. Lernen wir ihn erst als Nutzprodukt des tätigen Menschen und dann als lebende Ware kennen. Es ist sinnend klar, dass der Mensch durch seine Tätigkeit die Form der Naturstoffe in einer ihm nützlichen Weise verändert. Die Form des Holzes zum Beispiel wird verändert, wenn man aus ihm einen Tisch macht. Nichtsdestoweniger bleibt der Tisch Holz ein ordinäres sinnliches Ding. Aber sobald er als Ware auftritt, verwandelt er sich in ein sinnlich-übersinnliches Ding. Er steht nicht nur mit seinen Füßen auf dem Boden, sondern er stellt sich allen anderen Waren gegenüber auf den Kopf und entwickelt aus seinem Holzkopf Grillen viel verwunderlicher, als wenn er aus freien Stücken zu tanzen beginnt. Indem er die getauschten Produkte lebendig werden lässt, setzt der Text die These figural in Szene, dass in und zwischen den Dingen im Wechsel ihrer Orte etwas geschieht, das nicht der Intention der am Tauschakt Beteiligten, sondern einem eigenen Gesetz folgt. Und um dieses Naturgesetz gesellschaftlicher Bewegung geht es Marx. Naturgesetz, der Begriff stammt von ihm selbst. Das Fetischkapitel holt dieses Naturgesetz ans Licht. Es ist der Programmatik der Durchsichtigkeit verpflichtet. Hier zeigt sich zunächst die Handlungsmacht der Ware. Erst das Folgekapitel, der Austauschprozess, analysiert die Funktionen der handelnden Personen. Um die besondere Qualität der Handlung als Tauschhandel zu beschreiben, bringt Marx dort die Kategorie der Charaktermaske dann als analytische Kategorie ins Spiel. Semantisch ist sie längst vorbereitet. Kein anderes Kapitel rekurriert so häufig auf den Charakter wie der Fetischcharakter der Ware und sein Geheimnis. Im Text finden sich eine ganze Reihe von Umschreibungen, deren Verwendung das Spezifische der Ware fassen soll.
Geheimnis, Rätsel, Theologie, Metaphysik, Mysterium, Phantasmagorie, Nebel, Hieroglyphe, Verschleierung, Zauber, Spuk und Schein. Ich möchte in diesem Zusammenhang vor allem auf zwei Phänomene hinweisen, nämlich erstens darauf, dass Marx in dieser langen Liste von Begriffen auf den wenigen Seiten des Kapitels ganz offensichtlich selbst eine Art Nebelmaschine in Gang setzt, in der es womöglich genauso auf die nuancierte Semantik jedes einzelnen Begriffs wie auf das ihnen gemeinsam entgegengesetzte Durchsichtige geht. Mit der Rhetorik des Nebelvertreibens, Spukaustreibens und Schleierlüftens produziert Marx jene Undurchsichtigkeit, die aufzuklären er dann antritt. Zweitens lässt sich inmitten dieser Begriffe ein Wort finden, das verschiedene Varianten und Modifikationen des Undurchsichtigen und Durchsichtigen begleitet, der Charakter. Der mystische Charakter der Waren, der rätselhafte Charakter des Produkts, der Fetischcharakter, erneut der zwieschlächtige Charakter der Arbeit und so weiter. Der Charakter fungiert also einerseits als Träger von Mystik und Rätsel. Er wird jedoch zugleich genutzt als das Element der ihnen entgegengesetzten Rhetorik der Durchsichtigkeit. Er wird zur Basis der Analyse und Austreibung des Undurchsichtigen, wenn mit seiner Hilfe der hybride Status der Ware erklärt werden soll. Das Geheimnisvolle der Warenform besteht also einfach darin, dass sie den Menschen die gesellschaftlichen Charaktere ihrer eigenen Arbeit als gegenständliche Charaktere der Arbeitsprodukte selbst, als gesellschaftliche Natureigenschaften dieser Dinge zurückspiegelt. Durch dies Quid pro Quo werden die Arbeitsprodukte Waren, sinnlich-übersinnliche oder gesellschaftliche Dinge. Bis zu dieser Formulierung war im Kapital allerdings vom gesellschaftlichen Charakter der Arbeit nur im Singular die Rede. Dies entspricht auch der korrekten grammatischen Verwendung von Charakter im Sinne von Wesenszug oder Eigenart, die grammatisch tatsächlich nur im Singular gebräuchlich ist. Wenn Marx in dem Satz, der einfach erklären will, worin das Geheimnis der Ware besteht, vom Singular Charakter an dieser Stelle auf den Plural Charaktere wechselt, so wechselt er tatsächlich zwischen zwei Bedeutungen, nämlich vom Charakter als Eigenart der Eigentümlichkeit zu den Charakteren als wie auch immer bestimmbare Figurationen von Personalität. Mit Blick auf die gegenständlichen Charaktere der Waren als Dinge ist dies nahezu unproblematisch. Im Falle der gesellschaftlichen Charaktere, deren immaterielle Unfassbarkeit Marx durchweg behauptet, führt dies allerdings zu dem Paradox, dass durch die grammatisch ganz ungebräuchliche Verwendung des Plurals die mystische Personalität der Ware, die doch eigentlich erst erklärt werden soll, implizit vorausgesetzt wird. Die korrekte Formulierung macht die Schwierigkeit der Erklärung sichtbar. Richtig müsste das Geheimnis der Ware darauf zurückgeführt werden, dass sie den Menschen den gesellschaftlichen Charakter ihrer eigenen Arbeit als gegenständliche Charaktere der Arbeitsprodukte selbst zurückspiegelt. Es zeigt sich, das unstoffliche, ungreifbare und immaterielle Moment des Charakters kann nicht zurückgespiegelt werden. Es muss sich erst durch die Anhängung der Pluraländung verkörpern. Aber gerade diese Verkörperung sollte der Satz allererst erklären. Ambivalenz und Polysemie des Charakters kommen also genau in dem Moment zum Tragen, in dem Marx Transparenz herzustellen verspricht. Hat das Fetischcharakterkapitel die Relation der Waren als regulierende Gesetzmäßigkeit bestimmt, so fragt das Folgekapitel dann nach den Agenten im Austauschprozess. Es beginnt mit den entscheidenden Worten: Die Waren können nicht selbst zum Markte gehen und sich nicht selbst austauschen. Haben wir uns gerade noch durch tanzende Tische auftretende Waren und lebendige Tauschprodukte von der Wirkungskraft und gesetzförmigen Handlungsmacht der Warenform überzeugen lassen, so lernen wir nun die tätigen Warenbesitzer kennen. Die Waren selbst sind plötzlich passiv und widerstandslos. Fasst Marx die ursprüngliche Arbeit noch als Einheit von Vorstellung und Praxis, so bricht diese im Tauschhandel auseinander und zerfällt in ihre Elemente. Die Bewegung der Dinge auf dem Markt vollzieht sich zwar als Ergebnis einer Bewegung, die nicht von den Waren selbst ausgeht, sondern von ihren Besitzern. Allerdings realisieren diese nicht ihren eigenen Willen, sondern müssen sich zueinander als Personen verhalten, deren Willen in den Dingen haust. Wille und Aktivität der Bewegung sind dissoziiert.
Die Passivität der Ware wird durch einen Moment ergänzt, das die Handlung des aktiven Besitzers rahmt und ihnen eine Form gibt. Vor dem Tausch steht die wechselseitige Anerkennung der Handelnden als Warenbesitzer. Der Tausch impliziert eine Form, ein Rechtsverhältnis, das die Personalität der Tauschenden prägt. Und an dieser Stelle fällt nun die entscheidende Definition zum wiederholten Male. Die Personen existieren hier nur füreinander als Repräsentanten von Ware und daher als Warenbesitzer. Wir werden überhaupt im Fortgang der Entwicklung finden, dass die ökonomischen Charaktermasken der Personen nur die Personifikationen der ökonomischen Verhältnisse sind, als deren Träger sie sich gegenüberstehen. Diese Passage ist sehr dicht formuliert und erhält mit Charaktermaske, Person und Personifikation gleich drei Begriffe, deren Semantiken sich überschneiden, ja in bestimmten Kontexten auch decken können. Also die Definition sozusagen schrammt permanent sozusagen an der Grenze der Tautologie. Auffällig ist zudem die Doppelung von Person und Personifikation, die womöglich nicht nur aufgrund des Gleichgangs gesetzt wurde, sondern anstelle von Individuum oder Mensch. Gegenüber diesen beiden Begriffen ist Person nicht zuletzt durch ihre Herkunft aus Rhetorik und Poetik immer auch mit einer performativen Dimension verknüpft. Marx' Verwendung des Begriffs der Person in der Definition der Charaktermaske impliziert daher nicht einen Moment des Persönlichen oder Individuellen oder Intimen, sondern den Aspekt der Figuralität. Marx hat das an einer Stelle zur Kritik der politischen Ökonomie, als deren Fortsetzung sich das Kapital einführt, expliziter formuliert. So albern es ist, diese ökonomisch-bürgerlichen Charaktere von Käufer und Verkäufer als ewige gesellschaftliche Formen der menschlichen Individualität aufzufassen, ebenso verkehrt ist es, sie als Aufhebung der Individualität zu betränen. Sie sind notwendige Darstellung der Individualität auf Grundlage einer bestimmten Stufe des gesellschaftlichen Produktionsprozesses. Personen bezeichnet genau dies, die historische variable Form des Individuums, wie sie in Erscheinung treten kann. Charakter und Charaktermaske implizieren also sowohl ein bestimmtes Handeln wie auch die Sichtbarwerdung auf der Bühne des Marktes. Mit der Personifikation wird von Marx genau die rhetorische Figur zur Erläuterung der Charaktermaske herangezogen, die er zuvor in seiner eigenen Darstellung so prominent in Anspruch genommen hatte, um die Ware als Agenten zu inszenieren. Bei der Personifikation der ökonomischen Verhältnisse handelt es sich streng genommen allerdings dann nicht mehr um die rhetorische Figur sozusagen der Prosopopeia. Nicht dem unbelebten Abstrakten wird eine Handlungsabsicht und Lebendigkeit zugesprochen. Es verhält sich vielmehr genau umgekehrt. Was Marx auf den Begriff der Personifikation bringt, ist ein Prozess der Versachlichung. Die vermeintlich denkende, wollende und handelnde Person erweist sich lediglich als körperliche Darstellung eines abstrakten Gesetzes. Nur als Personifikation des Kapitals ist der Kapitalist respektabel, schreibt Marx. Er ist Triebrad im gesellschaftlichen Mechanismus. Dass der Kapitalist nur personifiziertes Kapital sei, ist eine häufiger wiederkehrende Formel. Marx löst sie in der chiastischen Umschreibung auf. Die Warenform impliziere das zugleich von Personifizierung der Sache und Versachlichung der Personen. Aus dieser systematischen Einsicht speist sich die Chronologie der Darstellung in den beiden aufeinanderfolgenden Kapiteln zum Fetischcharakter und zum Austauschprozess. Wenn Marx nun im Zuge der Definition der Charaktermaske explizit von Personifikation spricht und damit auf das Personenwerden ökonomischer Gesetzmäßigkeiten zielt, kann daher unter Personifikation jene Form allegorischer Personendarstellung im Drama verstanden werden, gegen die sich die Poetiken des Charakters im 18. Jahrhundert formiert hatten. Heinz Schlaffer hat darauf sehr früh hingewiesen, in jüngerer Vergangenheit waren das sozusagen Werner Hamacher und Josef Vogel an verschiedenen Stellen mit Blick auf Faust II wieder aufgenommen. In seiner eigenen Darstellung geht es Marx um den Auftritt der Allegorien auf der Bühne des Marktes, um ihre Verkörperung in der Darstellung, denn dann wird die Allegorie Fleisch. Beim Scheiden von dieser Sphäre der einfachen Zirkulation oder des Warentauschs verwandelt sich, so scheint es, schon in etwa die Physiognomie unserer Dramatis Personae. Der ehemalige Geldbesitzer schreitet voran als Kapitalist, der Arbeitskraftbesitzer folgt ihm nach als sein Arbeiter, der eine bedeutungsvoll schmunzelnd und geschäftseifrig,
der andere scheu, widerstrebsam, wie jemand, der seine eigene Haut zum Markt getragen und nichts anderes zu erwarten hat als die Gerberei. Im Moment der Klassenbildung, um einen Begriff aufzugreifen, den Eva Blome und Patrick Eiden Offe geprägt haben, kommt es zu einer Verkörperung der allgemeinen Charaktere, die sich nicht mehr abstreifen oder gar entlarven lässt. Sie ist in einer historisch bedingten Physiognomie plastisches Schicksal geworden. Die Charaktermasken des Kapitalisten runden sich zu Charakteren mit einem spezifischen Persönlichkeits- und Anforderungsprofil. Für die Funktion der Leitung, Überwachung und Vermittlung braucht es spezifische Charaktermale, schreibt Marx, während der Gesamtkörper, der im Plan als Macht eines fremden Willens vereinheitlichten Arbeiter dem Kapital einverleibt werde. Sie zeigen ihren Körper im Zustand der Auszehrung und Versehrung, im zermürbenden Prozess eines lebenslänglichen, vorzeitigen Sterbens. Marx formuliert den Zusammenhang von Charakter und Arbeit, so lässt sich zusammenfassend festhalten, als Gesetz der kapitalistischen Ökonomie. Auf mindestens drei Ebenen wird in diesem Zusammenhang die Kategorie des Charakters relevant, als zwiespältiger Charakter der Arbeit in der Tauschgesellschaft der Moderne, als Prozess der Formierung im Charakter des Wertes bzw. Geldes und schließlich als Charaktermaske der Personen und personifizierte Charaktere der Dinge. Das Gesetz des Kapitalismus stellt sich im Drama des Kapitalismus dar. Die geschundenen Körper der Arbeiter aller Geschlechter und Altersstufen zeigen es in Aktu. Marx' eigene Darstellung zeigt die Protagonisten dieser Tragödie als Charaktere. Seine Analyse öffnet den Blick für die historisch-politischen Dimensionen, in die der handelnde Charakter als Protagonist des Dramas eingelassen ist. Sie provoziert die Frage nach dem Verhältnis von Tausch und Vergleich, von Arbeit und Handeln, von Prägung und Darstellung im Begriff des Charakters und der Rolle des Wissens im Verlauf des Dramas. Character Matters, diese Aussage hatte ich an den Anfang meiner Lektüre gestellt und mit Blick auf Rortys Thesen zum Verlust des Charakters im Neoliberalismus ergänzt. Das Close Reading von Marx' Werttheorie zeigt eine viel frühere Verbindung des Charakterverlusts, wenn wir darunter jene Verbindung von Ethik und Identifikation verstehen wollen, als die sie in der Figur des zärtlichen Vaters moralische Verbindlichkeit schaffen können soll. Dies verhilft nun einerseits zu einer kritischen Perspektivierung auch der Momente wirklich ergreifender Affekte in der politischen Gegenwart. Andererseits zeigt sich in der Lektüre von Marx zugleich eine Begrenzung der Erklärungskraft. Die Charaktermaske tritt an die Stelle einer Reinheit des Menschen in der konkreten Arbeit, dessen souveräne Singularität mit dem Namen Robinson ihn von allen gesellschaftlichen Bezügen isoliert. Robinson ist gewissermaßen das universale Signifikat, das dem Humanismus der Reinheit einen Namen gibt und eine Geschichte. Von Freitag ist nicht die Rede, von Robinsons Mutter auch nicht. Ich möchte den Vortrag daher schließen mit einer anderen Perspektive auf die Theorie des Werts und sozusagen Bezug zum Vergleich nochmal zu eröffnen. Also mit einer anderen Theorie des Werts als spezifische Form der Vergleichbarkeit, in der sich das Prinzip der Äquivalenz auf ganz andere Weise realisiert. Olombards kleiner Essay Saussure, das Zeichen und die Demokratie beschreibt Saussures strukturalistisches Modell der Sprache als eine demokratisch geprägte Denkform. Saussure ersetze, so Olombard, die Frage der Abstammung, der Vaterschaft durch die Frage der Analogie. Sagen Sie nicht wie alle Leute, dass Läufer von Lauf kommt, sagen Sie eher, dass Laufläufer wie Kaufkäufer nachgebildet wurde. Aus dieser Perspektive, mit dem Blickwechsel, der sich aus dem Strukturalismus ergibt, mit der Einführung der Arbitrarität des Zeichens, erscheint die Durchsichtigkeit der Welt als Moment einer unerreichbaren Stillstellung von Äquivalenzbeziehungen. Mit sanfter Ironie formuliert Barth dieses Szenario als heimlichen Traum Saussures. Wie schön wäre diese Zeit, diese Ordnung, diese Welt, diese Sprache, in der ein Signifikant in alle Ewigkeit für sein Signifikat einstünde, in der der Lohn der gerechte Preis der Arbeit wäre, in der die Papierwährung immer ihrem Goldwert entspräche. Denn dabei handelt es sich um eine allgemeine Reflexion über den Tausch. Für Saussure sind der Sinn, die Arbeit und das Gold die Signifikate des Lautes, des Lohns und des Geldscheins, das Gold des Signifikats.
an die Stelle der Erfüllung dieses Traums, aber gegen die von Barth konstatierte Währungsangst setzt Saussure den Wert, also die Kategorie des Wertes und die Konvention. Das Konzept des Wertes reagiert auf die Notwendigkeit zur Darstellung auch hier. Im Kontext der Sprache wird es aber für Barth zum Modell der Demokratie. Das Modell der saussurischen Linguistik ist die Demokratie. Stützen wir uns nicht auf die biografischen Daten Saussures, eines Genfer Honoratioren, der aus einer der ältesten Demokratien Europas und darin aus der Stadt Rousseau stammt, weisen wir nur auf die unleugbare Homologie hin, die auf epistemologischer Ebene zwischen dem Gesellschaftsvertrag und dem sprachlichen Vertrag besteht. Ich möchte schließen mit einer Anekdote, die Roland Barth in seinen Text, eingefügt hat, um die Differenz von Bedeutung und Wert zu erläutern. Sinnfällig wird hier die Differenz von Person und Funktion als gesellschaftliche relevante Funktion der Differenzierung. In den Toiletten der Universität Genf findet man eine sehr sonderbare, ob schon zwar offizielle Aufschrift, die zwei Türen, deren zwangsläufige Dualität gewöhnlich den Geschlechtsunterschied bestätigt, tragen hier die Beschriftung Herren und Professoren. Auf die reine Bedeutung zurückgeführt ist diese Aufschrift völlig sinnlos. Sind die Professoren etwa keine Herren? Diese ebenso schrullige wie moralische Opposition wird auf der Ebene des Wertes verständlich. Zwei Paradigmen stoßen zusammen und wir lesen nunmehr ihre Überbleibsel. Herren, Damen, Professoren, Studenten. Der Wert und nicht die Bedeutung übernimmt im Zusammenspiel der Sprache den wahrnehmbaren, symbolischen und gesellschaftlichen Gehalt, hier den der Getrennung von Geschlecht und Lehrkörper. Vielen Dank.